heute ab in den nächsten Tag. Ich hatte mir hier zwischenzeitlich überlegt. Hatte mich auf meinen Kopfhörer gemutet, aber halt so. Ich hatte mir überlegt, die Konzerngebühren vielleicht noch etwas anzuheben auf 90%. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Mal gucken, wie sich unser Geschäfts Konto denn so entwickelt. Heute sind wir ja wieder vollzählig, ne? So, drei Leute müssten da sein. Zwei Kurse, die neuen Mitarbeiter. So, der Laden ist eigentlich gut voll hier. Super. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier das aufstocken können. Dass wir hier mit jeweils zwei Mitarbeitern vor Ort sind. Wie sieht denn eigentlich unser Renommee aus? Stadt im Bevölkerung. Aber ganz viele Bauern da hinten. Ökos, ich glaube, die Ökos, die habe ich immer Werbung mit angezogen. Dann Arbeitnehmer und Hipster und solches. Muss ich mal hier mehr. Und eine Renommee. Voll ausgeschöpft. Also ich glaube, wir haben gerade das maximale Potenzial erreicht. Hier im Laden. So, Konstantin an der Kasse, jawohl. Paulina und was? Frederike, ne? Nee. Ach, Christine macht heute Lager. Jawohl. So, ich guck mal, ob ich da aus ein paar Leute anquatschen kann. Hallo? Inas, komm dran hier. Wir haben geöffnet. Es gibt Schuhe. Schuhe. Ich verkaufe Schuhe. Sehr interessant. Ha, wusste ich doch. So, dann gucken wir mal. Machen wir das so. Oh. Ups, da war aber die Geduld Thanks. schnell weg. Naja, Hauptsache du kaufst das, mir egal. So, kann man noch wen voll quatschen? Moment nicht. Christine hat irgendwie. Boah. Ich glaube, die Christine müsste man dann auch noch auf einen Lehrgang schicken zu Lagerwirtschaft. Ich glaube, die hat noch nicht alle Skills. So, Dude, komm mal rein hier. Wie sieht's bei euch aus? Schuhe, Ladies, Schuhe! Ich hab Schuhe. Schuhe. Sehr interessant. Wusste ich doch. Also, hier Klischee funktioniert. So. Zack, 95%, das sollte ausreichen. Paulina, du schaffst es hier, ja? Okay. Thank you. So, ich freue mich dann schon, wenn wir uns einen zweiten Laden aufmachen können. Dauert noch ein klein wenig, aber Hey, nicht mehr so have a lange. minute? So, Ladies, Hey, kommen Sie can you rein. help? Kommen Sie rein. Schuhe. Oh, ich glaube, ich muss mal kurz helfen hier drin. Paulina, welche berätst du? Dann berate ich die hier. Einen Artikel empfehlen. Boah, guck mal hier, geile Schuhe. Vielleicht, ich weiß nicht. Den verkaufe ich Thanks. dir, den Artikel. Excuse me. So. Thanks. Bam, 100%. Und verkauft ihm die Dame mit dem rosa Top. Sehr gut. So. Hat die jetzt gekauft, die Schuhe? Jo, 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 jo. Ich hab Schuhe. Ganz neue Schuhe. Ah, super, du brauchst Schuhe. Das trifft sich echt gut. Verkauft zu viel hier weg. Hey, got a second?
Zack, kommen okay, sie rein. Okay. Chill, eine Berühmtheit. Aha. Ja, hier, für Berühmtheit nochmal hier, diese super tollen Schuhe hier. So, ich muss mal gucken, wer geht denn jetzt in die Pause? Dass ich das hier übernehmen kann. Draußen stehen Leute, jemand hat eine Frage. Oh, schade, zu spät. Junge Lady, ich hab Schuhe, Buchhalterin. So, ich muss die Kasse im Auge behalten, wenn Konstantin rausgeht. Im Moment klingelt die Kasse noch, das ist gut. Hi, spare 2 seconds. Spare 2 seconds. Paulina, die macht das bestimmt gleich, oder? Jawohl. So, Konstantin, wie sieht's aus? Gehst du in die Pause, oder? Er will nicht. Hey, have a minute. Thanks. Gut, dann nicht. So, dann quatschen wir halt hier draußen noch Leute voll. Weiß nicht, er geht bestimmt jetzt in die Pause, oder? Lieferung ist da. Nö, Konstantin geht immer noch nicht in die Pause. Vielleicht kann ich beim Auspacken helfen. Ich würde das ungern der Christine machen lassen. Die soll lieber draußen auffüllen. Die Frage ist halt nicht, ich weiß nicht, wann Konstantin in die Pause geht, wenn der jetzt gleich in die Pause geht. Kann ich nicht auspacken, ne? Ich fange trotzdem mal an. Artikel. Sie. So. Christine hilft beim Auspacken. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, was jetzt passiert, ob Konstantin in die Pause geht. Ja, fuck. Gut. Mal schauen, ob draußen. Okay. Dann gehe ich eben mal. Uiuiui. Vier Artikel hat sie kaputt gemacht. Ach du Scheiße. Deswegen wollte ich nicht, dass Christine da so viel tut. So, Paulina ist auch in der Pause. Jawohl, ist ja super. Alle in der Pause. Nochmal 2 kaputte Artikel. Voll geil. Ja, dann füll mal auf, Christine. Gib mal Gummi hier. So, dann gehe ich jetzt hier von der Kasse weg. Hoffentlich übernimmt Konstantin jetzt die. Oh nein. Schließ mal den Anstellbereich. So, da mache ich die Kasse zu. Will hier mal ein bisschen auffüllen. Christine kommt anscheinend nicht hinterher. So. Gut, alles wieder voll. Ist jetzt eigentlich alles ausgepackt, ja. Lager gut voll. 6 Artikel hat sie kaputt gemacht. Das ist der Wahnsinn. Oder einen 6 Artikel. Wer weiß das schon so genau? Hm, Leute, ich hab Schuhe. Ja, da geht sie sofort in den Laden rein. Überlegt nicht lange, ne? Ja, und sie will Schuhe. Just saying, ne? Ich hab Schuhe, junge Lady. Wie sieht's aus? Oh. Es waren aber keine Schuhe. Sie sucht eine Hose. Alles gut. So.
Es war einfach. Thanks. Ja, bitte, bitte. Immer wieder gerne. So, wie sieht's aus? Paulina, hast du das im Griff? Anscheinend schon. Heute ist kein so ein Überfallkommando da, ne? Ah, also Christine ist nicht ganz so geil in den Lagertätigkeiten, aber gut, die muss ja auch noch ein bisschen lernen, ne? Wird ja auch noch nicht voll geskillt. Aber die züchten wir da schon hin, die Christine, ne? Schon. Hey, can you help me? Yo, yo, yo. Das sind schöne Schuhe. Einfach schöne Schuhe. Heute nicht ganz so umsatzstark, oder? Täuscht es. Man ist es schon gewohnt, dass hier irgendwie 8 oder 10.000 stehen. Klein wenig verwöhnt, würde ich sagen. Hallo, Leute! Kommen Sie rein in den Laden. So, der hat ne... Ne? Sie. Ich habe Schuhe. Gut. Sonderlich überzeugt ist sie nicht, aber das kann man ändern. Thank you. Gut. Excuse me. Okay, überzeugt, thanks. Kauf dir Schuhe. Helf doch gerne, wenn es um mein Geschäft geht. Um meinen Umsatz helfe ich. Paulina, ja, da gehen schon langsam die Kräfte aus, weil ich glaube, die hat jetzt dann irgendwann mal frei. Ja, ich bleib dabei. Heute ist nicht ganz so umsatzstark. Hey, have a minute. Aber stürmen trotzdem noch viele Leute in den Laden. Hi, spare 2 sec, thank you. Ja, das macht die Paulina, die hat es drauf. Die hat es voll drauf. So, meine Lieblingsaufgabe herumstehen und gucken, wie die anderen arbeiten. Irgendjemand hat geskillt. Hey, can you help me? Sehr gut, sehr gut. Man kann das aber auch Arbeitsbereich. Thanks. Oh nein, sekundärer Bereich? Hey, have a hey, can you help me? Bereich. Hey. Was? Ach, ich kann. Hey. Ich kann den Mitarbeiter. Oh. Hosen. Der steht jetzt eigentlich bei den Schuhen. Thank you. Thanks. So, da draußen steht auch noch jemand. Mal gucken, ob man Hose in das perfekte Angebot kommt. Mal gucken, ob ich das noch zeugen kann. Jetzt mal so, thanks. Damit sie noch schnell in den Laden kommt und sich noch was aussucht. Der Laden schließt ja jetzt dann gleich. Oh gut, ne? Haben wir wieder die 10.000 drin. Oh, was ist hier los? Keine roten Schwimme? What? Oder hat, Christine da so viel kaputt gemacht von denen. Ja, die 10.000 haben wir leider nicht geknackt, aber trotzdem guter Tag, würde ich sagen. Guter Tag. Vielen Dank, die Ladies und der Gentleman. Guter Einsatz. Wir sehen uns morgen wieder, würde ich sagen.
So, dann brauchen wir ein paar Artikel nachbestellen. So, dann wollen wir mal. Wir wollen auf jeden Fall mal ein paar mehr. Wie sieht es hier überall aus? Das müsste eigentlich alles. Stellen wir so. So, keine E-Mails. Gucken wir mal, wie sieht der Tag heute aus? Wer ist da? Konstantin macht heute wieder Beschaffung. Sie ist an der Kasse. Paulina im Verkauf. Jasmina und Marlon. Gucken wir mal, was wie es bei denen aussieht. Bei Christine können wir mal gucken. Skill. Oh. Christine ist in der Wiederbeschaffung mal schlecht. Hier vielleicht noch Kasse, müssen wir sie noch ein bisschen pushen, aber okay. Dann Jasmine. Hatten wir in der Kasse geschult. Soll sie dann gleich nochmal weitermachen? Und Marlon. Der macht Verkauf. Dann noch einmal Kasse. So, sieht's aus? Werbung läuft noch. Da braucht man eigentlich nichts machen. Konzerngebühr wäre nur 1700. Erwartetes Geld 4300 steigt ein bisschen an. Ach so, hier. Neue Bewerbungen. Hat er ein kleines als Manager? Kann er denn so der Manager? Du? Kasse kann er nicht. Wieder Beschaffung kann er sehr gut. Verkauf kann er. Braucht man nicht. Aber das ist gut. Den würde ich einstellen. 13. Okay. Eingestellt. So, jetzt habe ich drei Leute noch eingestellt. Das sollte doch eigentlich dann reichen, oder? Um gehen wir hier noch in Verkauf noch rein. Das soll er gleich mal noch. Dann, ja, hier kann man, oh cool, da werden sogar ja die Dinger angezeigt. Ja, geil. Was zeigt es eigentlich hier an? Qualität. Reicht. Ja gut. Hitrate liegt mittlerweile bei 82%. 148 Artikel verkauft. Ja. Ich würde sagen, wir gehen. Schau mal, ich habe immer noch 6. Ach so, warte mal. Wenn ich, wie viel muss ich abziehen? 1600. Boah. Solider Gewinn. Ja, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Tschüss.